Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben jetzt den Kollegen hier fertig. Bin gerade am Überlegen, wie wir das am besten machen. Also als erstes würde ich sagen, setzen wir erstmal wieder unsere ganzen Maschinchen in Bewegung. Dann haben wir das zumindest schon einmal am Laufen. So, gut, da können wir gleich aussteigen. Spurten mal hier rüber. Da haben wir nämlich noch die Zündung an. Dann können wir nämlich hier gleich loslegen und den noch abtanken. 20 Minuten haben wir Zeit, um noch ein bisschen Kohle zu machen. Düngen müssen wir hier auch gleich noch. Da werden wir dann auch mal schauen, wie wir das am besten hinbekommen. So, da kommt noch ein Stückel vor. Ah, das geht wahrscheinlich jetzt wieder nicht. Ich muss wahrscheinlich hier erst jetzt die Zündung anschmeißen. Und wahrscheinlich den Kollegen noch senken. Genau. Erst wenn, wie gesagt, der Krautschläger hier auf der Vorderseite gesenkt ist, dann tankt er ab. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wenigstens wissen wir jetzt, wie es funktioniert. Das ist schon mal gut. So, dann können wir jetzt eigentlich die Maschine zusammenklappen. Wir fahren dementsprechend auch schon mal los, weil ich weiß nicht genau. Das hätte nämlich eben böse Aua gemacht. Aber so haben wir zumindest die Kartoffelernte jetzt unter Dach und Fach. Den bringen wir dann gleich mal wieder in den Unterstand runter und werden mal gucken, dass wir dann noch ein paar Kartoffeln verkaufen. Ja, und dann ist es bald soweit, ne? Feld 40, das große, große, große Riesenfeld, das kommt auf alle Fälle jetzt bald dran. Der Case steht schon bereit. Ich bin höllisch gespannt, wie das Ganze dann ausgeht. Wir sehen auch schon bei unseren Finanzen, die Einsaat, die frisst dann doch noch ein bisschen Geld. Aber wir brauchen uns ja jetzt erstmal keine Sorgen machen. Und ich habe mir jetzt nochmal Gedanken gemacht zwischen der Aufnahme der vorgestrigen und der heutigen Folge. Ich wäre dafür, wir kaufen uns auf alle Fälle wohl noch einen Schlepper mit einem schönen, gemütlichen Kipperchen dran. Dazu gucken wir uns das aber jetzt auf der Karte nochmal schnell an. Erstmal hier die Zündung ausmachen, kurz mal reingucken. Also hier unten haben wir ja nicht allzu viel Ausstattung. Das heißt, zum Entladen haben wir eigentlich gar nichts, ne? Das ist nicht viel. Da haben wir unseren Case bereitstehen. So, hier unten haben wir diverse Maschinen stehen. Da gucken wir jetzt auch mal gerade rein. Da haben wir nämlich unseren Ladewagen. Das ist Chlor. So, nicht, dass wir nämlich dann was doppelt kaufen. Das wäre ein bisschen blöd. So, und dann haben wir hier noch natürlich unseren Radlader, unseren Traktor mit Palettengabel. Das sieht soweit auch aus. Also ich bin dafür, wir würden uns dann dementsprechend in die Richtung orientieren, dass wir uns da unten einen eigenen Schlepper hinstellen. Möchten wir das jetzt auch gleich auf der Karte nochmal kurz mit euch anschauen. Denn meine Erweiterungsstrategie ist eigentlich, dass wir dann dort unten entsprechend noch ein bisschen vielleicht unsere Landwirtschaft erweitern. Dann können wir da wahrscheinlich auch noch etwas mehr handeln. So, also, ich gehe mal auf die Ansicht, die da, genau. Feld 40 ist klar, Feld 41 auch. Feld 35 ist beim Kuhstall, da haben wir ja jetzt Gras bzw. Wiese gemacht. Feld 28, 25 könnten wir uns auch noch holen, das sind kleine Felder. Da müssen wir mal gucken, vielleicht habt ihr eine Idee, was wir da drauf packen. Und ansonsten hätten wir hier drüben noch die drei großen Felder. Da hätten wir sogar von Feld 40 eine Verbindung rüber. Da wäre also meine Idee, um das Ganze effektiv zu machen, dass wir vielleicht hier 39, 38, 37 in der Region uns was holen. Und dort im Prinzip dann erweitern. Wie gesagt, zwischen 40 und 38 können wir durchfahren. Das wäre eigentlich ganz cool. Hier haben wir sogar noch unseren kleinen Profi-Hopper stehen. Da können wir nämlich auch gleich mal gucken, was unsere Schafen machen. Wir haben ja noch ein bisschen was da. Gucken wir mal, ob die vielleicht noch ein wenig brauchen. So, denn unsere Schafe wollen wir natürlich auch versorgen. Außerdem der arme Profi-Hopper, ne? 0,3 Stunden, noch nie richtig benutzt. Ist natürlich dann auch ein bisschen traurig. Aber für die Schafe reicht das hier dicke aus. So, mal gucken, was wir da noch reinkriegen. Naja, das waren jetzt nochmal ungefähr 600 Liter. Zündung machen wir mal aus. Dann lassen wir den zusammenklappen. Und wir werden mal gucken, hier dürfte jetzt gleich alles voll sein. Perfekt, dann können wir nämlich damit direkt losfahren in Richtung der Gaststätte. Ja, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommis rein. Meine Idee wäre da unten links sozusagen 36, 37, 38 diese Felder vielleicht zu erwerben so nach und nach und dann unten für unseren Case oder vielleicht später sogar für zwei Case und dann noch einen extra Kipper ein bisschen dort unten den Sektor anzukurbeln. Denn unser langfristiges Ziel heißt ja, dass wir wahrscheinlich alle Felder besitzen und diese auch bewirtschaften wollen. Also von dem Punkt haben wir dann natürlich ein ganz ehrgeiziges, großes Ziel. Aber ich denke, von den Finanzen kämen wir da jetzt auch so langsam mit hin. Und ja, mit den
vier Feldern, wenn wir die Gruppe da unten haben, hätten wir natürlich auch richtig viel zu tun. So, jetzt sehe ich da gerade was. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, wir lassen den Knaben mal kurz hier stehen. Beziehungsweise fahren hier mal rüber. Ich bin zu faul, da jetzt hinzulaufen. Denn ich sehe gerade, unser Grupper ist sozusagen hier ein wenig arbeitslos. Das heißt, wir spurten mal schnell rüber. Den müssen wir dann doch nochmal neu ansetzen. Warum der jetzt da aufgehört? Ach, der ist direkt, okay, alles klar, direkt fertig. Ich habe doch den Motor gestartet. So, jetzt haben wir es geschafft. Okay, eben war ich kurz irritiert. Der wollte nicht so wirklich. Die Sache ist die, da ist jetzt noch ein Streifen, aber den hat er anscheinend mit dem Grubber nicht so erkannt. Ich versuche das jetzt mal, ob er es so rum erkennt. Vielleicht, weil der Feldabschluss hier oben, die Kante nicht ganz sauber war. So, ja, er fährt aber jetzt weiter, dann kann er das fertig gruppern. Ist das ein Staub hier? Ja, da kann ich euch verstehen. Ihr habt ja auch schon gesagt, von wegen, bisschen blöd das Ganze, ne? So, komme ich da hinten eigentlich auch rum? Da können wir vielleicht sogar da hinten rum hochfahren, dann wäre das gar kein großer Umweg. Ja, passt, Wunderbärchen, alles klar. Dann kommen wir nämlich da auch hin. Ha, ist das herrlich. Genau, bei der Milch durch. Und dann sind wir direkt auf der Rückseite. Alles in Buddha. So, ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, das wäre eine schöne Erweiterung da unten drin. Da könnte man richtig was draus machen. Die zweite Erweiterung, die ich ja im Moment noch plane, so ein bisschen, ist ja das mit den Solarmodulen auf Feld Nummer 9. Da habe ich jetzt noch keine Kommentare gelesen. Könnt ihr aber gerne auch nochmal reinschreiben. Ihr wisst, ich lese gerne eure Kommentare und gehe natürlich auch gerne drauf ein. So, gucken, also ich denke mal, zwei Fuhren müssten wir schaffen, weil 6.45 Uhr um 7 Uhr ist natürlich der Kartoffelpreis dann übelst im Keller. Deswegen würde ich sagen, die Fuhre vielleicht noch eine danach und dann sind wir, glaube ich, auch von unserem Bestand einigermaßen wieder runter. Und dasselbe Spiel machen wir bei der nächsten Kartoffelernte gerade wieder. Dann können wir nämlich da auch unsere Bestände runterfahren und das Ganze ein wenig zu Geld machen. So, das Rapsfeld hier. Wow, das ist schon wieder gut am Blühen, ist also auch bald erntereif. Das heißt, wir haben natürlich hier auch da wieder ein bisschen Multitasking, was nämlich eben entsprechend auch dann für ein bisschen Maschinenerweiterung sprechen würde. Um das nochmal kurz zu zeigen, als nächstes Feld 7. Oh, Feld 40 ist bereits erntereif, 15, 16 ist auch erntereif. Also hier geht's jetzt rund, habe ich eben gar nicht so gesehen. So, kurz geräuspert und das bedeutet natürlich, wir werden gleich mal hier unsere große Ernte starten. Das heißt, den Knaben schalten wir mal ein. Hier geht es also jetzt schon mal direkt zur Sache und werden hier mal gucken, was jetzt entsprechend der große Case hier vollbringt, ne? Also erstens, wie lange das ungefähr dauert mit der Ernte und zum zweiten natürlich auch mal gucken, wie das Ganze hier aussieht mit dem Ertrag, was wir dann dafür rauskriegen. So, und hier haben wir natürlich dann auch die Sache, ne, Feld 15, 16, ne, was ist das? Jetzt muss ich selbst nochmal gucken, bin da immer ein bisschen irritiert. Doch 15, 16, 26, 27 sind auch fertig, so, dann können wir nämlich da auch mit der Ernte starten. Und ihr merkt schon, da brauchen wir auch entsprechend ein passendes Gespann, mit dem wir dann hantieren können, weil ansonsten kriegen wir da ein bisschen Probleme. So, der Raps, der geht ja nicht ganz so zügig, das ist der einzige Vorteil. Hier müssen wir jetzt mal gucken, ich kuppel mal kurz ab, dann können wir das Ganze auch gleich hier schon mal vorbereiten. Starten will ich es eigentlich noch nicht, direkt jetzt. Oh, kommen wir da rum, oder bleiben wir jetzt hängen? Ne, da bleiben wir jetzt hängen. Ah, das war natürlich jetzt doof, weil daneben Baum, Baum schlecht, weil Baum Aua, Aua kostet Geld und Geld haben wir nicht, ne, ganz einfach. So, dann werden wir jetzt hier mal ranfahren. Gucken, ich hoffe, dass ich das jetzt so einigermaßen vernünftig noch hinbekomme. Kurz mal gegenlenken. Oh, das sieht aber eigentlich ganz schick aus hier. So, okay, wunderbar. Noch ein Stückel vor. Gut, einmal ankuppeln, einmal das Ganze natürlich zusammenklappen. Und ich denke mal, wir können hier, wie gesagt, uns schon vorbereiten, aber noch nicht starten. Denn eine Fuhre Kartoffeln wollen wir natürlich noch loswerden. Und das ist auch für uns ganz wichtig, weil danach geht der Preis ganz übel in den Keller. Wir haben ja, wie gesagt, einiges verkauft. Also hier Zündung nochmal aus. Einmal rüber zu unserem Kollegen hier. Gucken wir mal gleich, wie es aussieht. Nach dem können wir fahren. Ich hoffe, von links kommt jetzt keiner gerade an. Nee, das passt. Alles klar. Rundumleuchtchen an und dann ab dafür. So, also jetzt geht's richtig rund. Und
Jetzt haben wir im Prinzip dann hier unten einen einzigen Kipper, hätten wir dann für zwei große Ernten. Da müssen wir allerdings jetzt mal schauen, was wir denn da preislich so in die Hand nehmen müssen. Traktor brauchen wir natürlich auch was Stärkeres, weil ist ja eine bisschen weitere Strecke. Das heißt, wir sollten auf alle Fälle auch einen großen Deutz vielleicht nehmen. Vielleicht aber auch was anderes, was groß ist. Da können wir dann mal reingucken. Kipper, denke ich mal, keine Frage. Nehmen wir auf alle Fälle wieder hier den mit 61.000 Litern. Ne? Also von dem Punkt glaube ich, Sieger-Duo-Kupplung, großer Kipper sollte eigentlich dann passen. Und ja, Reparaturen haben wir auch bald mal wieder was anstehen. Ihr seht, es geht jetzt so richtig ab hier. Und das ist das, wo ich dann sage, okay, man hat zwar nicht für jedes Feld irgendwas, aber das Problem ist, irgendwann rennt einem einfach die Zeit davon. Das ist dann so der zweite kleine Nachteil. So, dann gucken wir mal, Kartoffellegemaschine ist noch zugange. Der Grupper ist fertig, das ist gut, denn düngen müssen wir hier auch noch. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge, denn heute möchte ich gucken, dass wir zumindest hier noch eine Fuhre Kartoffeln wegkriegen. Notfalls mache ich die Folge einen Tick länger, weil ich habe ja eben auch ein bisschen Zeit verplempert sozusagen. Aber das will ich auf alle Fälle noch so hinkriegen. Ja, und dann wird es höchste Zeit schon runterzufahren oder was zu kaufen. Denn Raps ist jetzt schon bei 61%. Das heißt, da müssen wir dann auch mal gleich gucken, wie wir das am besten handeln. Wir können ja mal gerade beim Laden reingucken. So, wir gucken mal, was wir jetzt schon haben. Also in unserem Besitz, der Kempf, boah, 263.000, hat natürlich 260 PS, also das wäre schon ein richtig gutes Ding. Das heißt 260.000, 300.000, 310, 330.000 Euro bräuchten wir für die große Variante. Ja, das ist natürlich heftig, ne? Jetzt können wir allerdings noch mal gucken, was es für Alternativen bei den Traktoren gibt. Wir haben hier zum Beispiel noch ein super PS-Monster. Das Problem ist, der fährt allerdings nicht wirklich schnell. Dann hätten wir natürlich hier noch mal einen größeren Traktor. Da habe ich schon überlegt, ob wir uns nicht vielleicht doch einen großen holen. Ja, bei den Case, die sind zwar natürlich noch besser, aber die haben nicht so die große Endgeschwindigkeit meines Wissens. Ansonsten hätten wir hier unten noch den Case IH Magnum. Naja, da waren wir ja schon ein bisschen enttäuscht, weil der ja doch nicht so die Leistung hatte, die wir eigentlich erwartet haben. Und vom Preis her können wir uns dann auch einen Deutz holen. Und ja, Ursus kommt gar nicht in Frage. Also, wir brauchen so um die circa 300 Riesen. Ja, dank BGA und hier dem letzten Schwung Kartoffeln sollte das, denke ich, aber noch einigermaßen funktionieren. So, der Case ist bei 85, 86%. Gut, der hat wohl gerade gedreht. Dann passt das zumindest. Da müssen wir nämlich auch mal gucken, wie das entsprechend funktioniert, ob der irgendwo hängen bleibt oder ob das alles läuft. So, ansonsten war jetzt die Überlegung, wenn wir natürlich hier keine zusätzlichen großen Traktoren im Moment kaufen können, ob wir einfach irgendwo entsprechend einen vorhanden nehmen. Ist natürlich von der Leistung her dann nicht ganz so stark mit der Endgeschwindigkeit. Aber, ja, ist dann das Überlegende. Gerade Grübel, Grübel, Grübel. Haben wir da unten was frei? Wir hätten ja zur Not da unten den Traktor mit der Ballengabel frei. Den benutzen wir ja eigentlich kaum. Könnten wir zur Not den erstmal einsetzen. Ja, würde ich sagen, kaufen wir in der nächsten Folge mal auf alle Fälle schon mal Kipper und Kupplung. Den Case ist jetzt voll und den Kipper hier brauchen wir ja im Prinzip für Feld 14, nee, 15, 16 und die 26, 27 dann. Dann machen wir das so rum. Ist ein bisschen durcheinander jetzt gerade alles. Aber ich würde sagen, wir kaufen erstmal Hänger, gucken, dass wir zumindest das Feld abgeerntet bekommen. Dann haben wir zwei Kipper und können dann uns in Ruhe um einen großen Traktor kümmern. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich hätte gerne mal den ganz, ganz großen, den Deutz, was war das, X720, dieses Riesenmonster. Wir sind jetzt so groß, also ich denke mal, dann können wir uns auch mal einen absoluten Hammer-Traktor holen. Könnt ihr mir auch mal in die Kommis schreiben. Wie gesagt, wir gucken mal, was sich entwickelt. Im Moment sind wir gut dabei und ich schaffe sogar noch innerhalb eigentlich der regulären Spielzeit hier noch eine Fuhre runterzubringen. Das ist natürlich jetzt ja in Vorbereitung auf die ganze Abtankgeschichte unten am Feld 40 doppelt wichtig. So, das heißt, hier können wir auf alle Fälle das Ganze schon mal abtanken. So, und das passt. Da kommt jetzt auch nochmal gutes Geld rein. Während der abtankt, können wir gerade mal schauen. Jawohl, der Kleine ist fertig. Ja, der ist auch komplett durch. Das passt auch. Das heißt, wir können hier den Grupper zusammenklappen, den schon mal runterfahren.
Kartoffeln, seht ihr am Geldstand, wird immer noch abgetankt. Das passt auch. So, den fahren wir natürlich dann mal ganz dezent wieder in Richtung unseres Unterstandes. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns dann, wie gesagt, darum kümmern, dass wir entsprechend den Case abtanken. Ne? Verfahren wir am besten gleich runter zu Feld 40. Dann, während der da unten ist, würde ich sagen, lassen wir gerade vielleicht den Hänger unten stehen und fahren mit dem schnellen Traktor zum Händler und holen für hier oben dann gerade ein neues Gespann. Ich denke mal, sowas ist dann eine ganz gute Lösung. Und dann können wir erstmal gucken, dass wir vielleicht unten den Traktor mit der Ballengabel dafür erstmal benutzen, bis wir zumindest das Geld für einen größeren zusammen haben. So, und eins weiß ich, den Farmall haben wir gesagt, geben wir nicht ab, den behalten wir. Der bleibt immer unser kleines Tuff-Tuff, ne? Ich finde den so süß und deswegen geht der auch niemals hier vom Hof. So. Da hinten haben wir noch die Sämaschine für den Mais, für Feld 2021, das ist auch klar. Also insgesamt brauchen wir doch so langsam noch ein bisschen maschinellen Erweiterungsbedarf. Den haben wir auf alle Fälle hier. So, dann hier Zündung aus. Wir schwenken kurz hier hoch, machen hier auch mal die Zündung aus. Wie gesagt, wir sind fertig für heute, leider. Hier nehme ich den Helfer raus. So, mache hier auch mal die Zündung aus. Und dann gehen wir nochmal runter zu unserem Case. Da machen wir jetzt mal den Helfer raus, die Zündung aus. Denn das kostet sonst nur unnötig Geld. Das haben wir nicht und das wollen wir natürlich auch sparen. Und jetzt guckt mal, der ist voll und hat gerade mal das kleine Eck. Ihr könnt euch vorstellen, was rauskommt, bis Feld 40 durch ist. Und ich glaube, die Frage, ob wir einen zweiten Case dann brauchen, hat sich auch damit so halbwegs beantwortet. Also heißt das, viel Geld verdienen, BGA ein bisschen vorantreiben und natürlich jetzt erstmal gucken, dass wir hier alles abgetankt kriegen, um voranzukommen. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Für heute war es das. Bis morgen, übermorgen. Sorry. Servus und tschüss.